Weihnachten, Jerry. Du bist ein braver Ehemann. Nicht? Ja, hast das Kaffeewasser aufgesetzt. Mhm. Sag mal, ist das dein Ernst mit der Skiwanderung? Natürlich, 20 Kilometer, das haben wir uns auch vorgenommen, nicht? Das ist Udo. Das lernt er nie mit der Schnellkochplatte. Hallo? Hallo, Udo! Na, seid ihr gut angekommen, Elke und du? Na ja, bestens, bestens. Wir sind gerade erst aufgestanden. Nein, nein, alles in Ordnung. Das wird der erste Weihnachtsfeiertag sein, den wir ohne Störung erleben. Mhm. Ja gut, ich gebe sie dir. Grüß die Elke, tschüss. Hallo. Ja, na, das hätte uns gerade noch gefehlt, dass heute Besuch kommt. In einer Stunde sind wir weg und auf der Piste. Ja, bei uns hat's heute über Nacht geschneit. Mhm. Ja, grüß alle herzlich und frohe Weihnachten. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Bist du fit für die Skiwanderung? Mit meinen Skiern hoffe ich euch die geweckt. Na ja, das hoffe ich doch. Keine leeren Versprechungen. Wer ist denn da? Nee, Mensch, wir schlafen. Wir liegen im Bett und schnarchen. Dann hätte uns jetzt Jerry geweckt. Also bitte schön, auf deine Verantwortung. Ja, am ersten Feiertag um 10 Uhr ist eine Unverschämtheit. Frohe Weihnachten! Herr Professor. Frau Doktor. Ja, also auch weiterhin gute Nachbarschaft. Das ist aber nett, richtig, richtig nett. Ja, wir sitzen gemütlich beim Frühstück und da sagt Carsten, weißt du was? Wir gehen kurz zu Brinkmanns rüber und wünschen frohe Weihnachten. Ja. Die sind heute bestimmt so allein. Und da sind wir. Und das hier ist ein schöner alter Cognac, der ist aber nur als Medizin gedacht. Und wenn er nicht so richtig hilft, dann hängt hier an der Flasche noch ein Tütchen mit Carstars berühmt-berüchtigten Lindenblütentee. Das ist aber lieb. Ja, Herr Klaus, willst du nicht unsere lieben Nachbarn hereinbitten? Was soll ich? Oh, ja, natürlich. Kommen Sie doch rein. Auf ein Schnäppchen wenigstens. So viel Zeit muss sein. Ja, also wir wollen überhaupt nicht stören. Na. Stören? Wir lassen uns doch nicht stören. Nicht, Christa? Nein, wir lassen uns nicht stören. Wir wollen in 10 Minuten aufbrechen zu einer ausgelegten Skiwanderung. Und am Abend müssen wir ja zurück sein, nicht? Und gucken. Ja, wir freuen uns auch schon aufs Fernsehen heute Abend. Und besonders natürlich auf unseren Weihnachtsgans. Oh, so schön mit Äpfeln und Majoran. Ach, ist das ein wunderschöner Baum. So, wohlbekommst. Danke. Wohl, Udo und Elke sind gleich nach der Bescherung abgehauen in den Winterurlaub. Und diese Möglichkeit wollen wir natürlich ausnutzen, nicht? Zu einer ausgedehnten Skiwanderung. Deshalb. Ach, da stehen sie ja, die Skier. Siehst du, Gaster, was ich dir gesagt habe, wir stören hier nur. Aber nein, wie kommen Sie denn darauf stören? Also reizen die Idee, mal rüberzuschauen. Wir sind zwar noch in den Bademänteln. Na, wir bleiben ja nicht lange, nur um frohe Weihnachten zu wünschen. Naja, das haben Sie jetzt gemacht, nicht? Nein, das haben Sie doch gemacht, eben, nicht? Also nur keine Hektik, nur keine Hektik. Gießen Sie ruhig nach, wenn Sie ausgetrunken haben. Ich trinke nur meinen Kaffee zu Ende, wenn Sie nichts dagegen haben, eigentlich. Ach, lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten, Herr Professor. Und Sie auch nicht, Frau Doktor. Wir trinken noch dies Schnäpschen, Wolfgang und ich. Ja, und dann gehen wir wieder. Raus finden wir alleine. Danke. Sollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Ja, sind ja wie zu Hause, ne? Sag mal, sind die immer noch da? Ich glaube ja. Oh, komm, sei nicht sauer. Auf die paar Minuten kommt es nur wirklich nicht an. Du warst haarscharf an der Grenze zur Unhöflichkeit. Danke. Ja? Ach, ne, finde ich nicht. Wir sehen uns doch oft genug, mit. Nicht noch am ersten Feiertag. Oh nein. Ich ahne. Fröhliche Weihnachten! Oh, Schwester Hildegard. Ja, na, das ist ja eine Überraschung. Ja, kommen Sie rein, sonst frieren wir fest, ne? Das ist doch unsere Schwester Hildegard, nicht? Was will die denn hier? Oh, ist das
ist ein schöner. Ja. Der ist ja wunderschön geschmückt. Oh, bitte, Herr Pohl, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie geht's denn? Gut, danke, gut. Bringt man's in der Küche? Ah ja. Und sich nicht setzen? Zieh dich inzwischen an, Klaus. Ich begrüße Sie. Moment. Komm, hängen wir das um, damit die sehen, dass wir weg wollen. Komm, also komm. Klaus, wir haben doch noch den ganzen Tag für die Skiwanderung vor uns. So? Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher, du. Ja, Oberschwester Hildegard, was für ein überraschender Besuch. Ich dachte, der Herr Professor wird sich doch sicher sehr allein fühlen, jetzt, wo er in Freiburg an der Uni ist und wir uns alle nicht mehr so richtig um ihn kümmern können. Abgesehen von Ihnen natürlich. Also alles Gute, frohe Weihnachten, habe ich selbst gebacken. Aha, guten Appetit. Ach, Jerry, mein süßer alter Hund. Ach, mein lieber alter Kerl. Schauen Sie doch mal, Frau Doktor, wie der sich freut, mich mal wiederzusehen. Ja, aber wir freuen uns doch alle, Sie wiederzusehen. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja. Ein kleines Schnäpschen, Oberschwester? Da sag ich nicht nein. Da stoßen wir aber auch noch mal mit an, ja, ne? Kasper? Geben Sie mir mal die Flasche, Frau Doktor. Danke sehr. So eine Freude, die Hildegard. Wie sie mich getröstet und bemuttert hat. Damals, als ich so krank war. He? Also dann zum Wohle. Zum Wohle. Nun erzählen Sie mal, Oberschwester, wie geht's Ihnen denn so? Ach, Herr Pohl, ich möchte ja nicht prahlen, aber seit ich die Schwarzwaldklinik verlassen habe und jetzt im St. Peter Kinderheim tätig bin, bin ich dort die beliebteste Betreuerin. Ist das denn die Möglichkeit? Ja. Was sind die anderen dann erst für Schreckschrauben? Oh, das darf er. Jetzt gibt's aber noch einen kleinen Runde. Ja. Bist du fertig? Sehr zum Wohl. Na? Sie gehen gleich. Sie trinken nur noch ein Schnäpschen. Sei nicht zu Hilfe, Klaus. Schau, schließlich war sie deine Oberschwester und zweitens hat sie uns einen selbstgebackenen Stollen mitgebracht. Selbstgebacken, die kann ja gar nicht backen. Ja, Oberschwester Hildegard, wie schön, dass Sie auch da sind. Ich muss nur nachschauen, wer draußen ist, ja? Ich hoffe, wir müssen nicht anbauen. Das kommt davon, wenn man als Chef so beliebt war. Wer hat denn Kinder? Kinder? Auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind. Klasse, habt ihr toll gesungen. Tag, Frau Doktor, Tag, Herr Professor. Ja, fröhliche Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, am ersten Weihnachtstag sind Sie sicher allein und dann wollte ich Ihnen mal meine Familie vorstellen. Ja, das ist reizend, wirklich reizend, Mister. Wirklich, ich muss schon sagen, in der kurzen Zeit deiner Karriere als angehender Arzt hat sich deine Familie ganz schön vergrößert. Ja. Also komm rein in die gute Stube. Du wirst staunen, wer noch alles geglaubt hat. Zu Weihnachten sind wir beide ganz allein. Kommt rein. Jetzt haben wir alles ganz nass gemacht. Na, schaut mal, wer hier ist. Mischa und seine Großfamilie. Hallo, ihr hier, Mensch, das ist eine Überraschung. Ja, hier, Benjamin. Sind Sie alle. Lauter Spielkamera. Spiel mal mit dem Benjamin. Ha? Und Kinder, mach doch nicht so ein Chaos. Tut mir jetzt wirklich leid, aber Sie sind sehr lebhaft. Ja, ja, ein bisschen. Ja, übrigens, wir kriegen noch ein Kind. Was denn? Ja, ich habe meine Frau gerade ins Krankenhaus gebracht. Nein. Noch ein Kind. Jan Christian, passt Ihnen das nicht, Oberschwester? Oh, wie schön, dich das mal ganz wieder zu sehen. Nein, doch nicht so, weil jetzt macht ihr die ganzen Geschenke. Das ist wohl Pflicht für einen angehenden Kinderarzt, selber vier Kinder zu haben. Ihr macht auch nur Danke. Ja, natürlich freue ich mich, dass ihr da seid, du mit deinen ganzen Kindern. Natürlich ist das wunderschön, wirklich wunderschön. Halt! Sag, Christa, hast du nicht einen Waschlappen? Ich muss natürlich sagen, wir freuen uns wirklich sehr, Micha, dass du mit deiner Kinderschar hier bist, nicht? Ich meine, Christa und ich, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da sind. Über die Steine. Frau Michaelis und Herr Pohl, Christa, ich brauche mal einen Waschlappen. Aber ich möchte bitte entschieden betonen, dass wir eigentlich im Sinn haben, eine Wanderung, eine Skiwanderung. Soll ich oder wollen Sie selbst auf? Nee, ich nicht, bitte. Geh doch mal raus und schau mal nach, wer da.
Kinder sind doch was Liebes. Fröhliche Weihnachten! Maislein! Maislein! Ach, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Oma Schwester Hildegard, Herr Pohl, Frau Michaelis. Und ich dachte noch, du musst mal beim Professor vorbeischauen. Der wird heute bestimmt ganz einsam ja, und verlassen. Ja, ja, das werde ich auch gleich sein, liebe Mais. Ja, ja. Wir werden nämlich eine große Skiwanderung machen heute. Das Professor, was ist denn? Was ist denn? Oh, Frau Doktor, Sie glauben es gar nicht. Was glaubt der neue Chefarzt? Was ist mit dir? Ein Tyrann. Ein Tyrann? Ein Tyrann, wie er im Buche steht. Er ist ein Tyrann. Ich habe hier was vergessen. Unsere Weihnachtsgans ist ja noch im Ofen. Moment. Frau Michaelis. Ja? Das ist meine Küche. Das Paket. Lass das mal an. Ach ja, die ist ja bei uns. Das haben wir bei den Alten wirklich nicht verdient. Nicht? Ne? Sollte so ein friedlicher Tag werden heute. Komm, dann kriegt es mit. Ja. Sie freuen sich so, Klaus. Sie freuen sich worüber? Worüber? Na, du bist gut. Sie haben sich so lange nicht gesehen. Und nun treffen sich alle zufällig bei uns. Zufällig alle bei uns. Ich geh schon. Tja, Klaus, alter Junge. Du weißt, ich dachte zu Weihnachten. Ich weiß. Christa und ich sind Weihnachten so allein, nicht? Ihr könnt euch wohl gar nicht vorstellen, dass so ein alter Professor mal seine Ruhe genießen will zu Weihnachten, was, oder? Aber Professor, wer wird dann Weihnachten so grantig sein? Gratulieren Sie uns lieber. Was, wozu denn? Zur Verlobung. Was? Ja, wir wollen heiraten. Nein. Noch weiß es keiner. Ja, es ist nämlich das größte Geheimnis in der Klinik. Ich heirate eine Krankenschwester, Udo heirate, ja. Das ist ja eine Epidemie. Ja, du, und es gibt kein Gegenmittel. So, ja. Na, das müssen wir sofort den anderen erzählen. Komm, ja. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Stellt euch vor, wer demnächst heiraten wird, diese beiden Schönen. Ja. Nee, das ist nicht wahr. Das ist ja noch komisch, ich hatte nie Chancen bei einem Arzt. Ein Schatz wie Sie gehört ja auch der ganzen Menschheit. Oh, jetzt ist Leben in der Bude, Professor. Ja, Platz machen! Endlich gibt's das Futter. Gehen Sie mal her, Frau Doktor, ich mach das schon. Können wir noch was zu trinken haben, Herr Professor? Ich hole Nachschub. Danke. Ach, Klaus. Was ist denn? Für mich bitte einen Kamillentee, wenn es keine Umstände macht. Ein Kamillentee? Ja, natürlich, Kamillentee. Ist ja alles da, du. Das ist doch Fabel. Ja. Komm, Ina. Wir beide müssen noch anstoßen. Ich bin noch so stolz auf dich. Auf meine Nachfolgerin. Danke. Komm, setz dich mal. Sag mal, wie lange geht das denn schon zwischen euch beiden, hä? Oh, ziemlich lange. Warum? Doch nicht schon, als ich noch deine Vorgesetzte in der Klinik. Aber ja. Ist Ihnen denn wirklich nicht aufgefallen, wie Römer und ich uns immer so gern gemeinsam zum Bereitschaftsdienst aufstellen ließen? Also, das ist ja wohl... Verjährt, Hildegard, verjährt. Also gut, dann will ich das mal auf sich beruhen lassen. Nein. Ich kündige. Das lasse ich mir nicht gefallen. Seit 3 Jahren kündigt Frau Mais ununterbrochen. Ich bin eben zu gutmütig. Aber diesmal kündige ich wirklich. Quasselstrippe hat er zu mir gesagt. Können Sie sich das vorstellen, Professor? Haben Sie jemals Quasselstrippe zu mir gesagt? Ja. Komm, geben Sie mal her, Professor. Wir machen das. Also wie gesagt. Die Haare standen mir zu Berge. Ina, hör mal weg. In der Schwarzwaldklinik gibt es keinerlei Disziplin mehr. Dankeschön. Die Lernschwestern stehen in den Gängen rum, kichern und schwatzen. Und wenn die Oberschwester vorbeikommt, dann zucken die nicht mal zusammen. Ja, das war unter Oberschwester Hildegard natürlich ganz anders. Da verbreiteten sich schon Angst und Schrecken, wenn es nur hieß, sie sei ein Klinikeingang gesichtet. Jawohl. Als mir vor einem Jahr in der Schwarzwaldklinik der Blinddarm entfernt wurde, wurde im Aufenthaltsraum Fasching gefeiert. Fasching in einer Klinik nach 22 Uhr. Und was sagt Oberschwester Ina? Ja, wenn es Ihnen Spaß macht, hat sie gesagt. Ja, wenn es Ihnen Spaß macht. Spaß in einer Klinik. Es hatten sich lediglich 3 Patienten Pappnasen aufgesetzt. Und Freut euch des Lebens gesungen. Ja, und in einer Klinik wird nicht Freut euch des Lebens gesungen, sondern ordentlich gelebt. Sei du bloß still, Micha.
Du warst der schlimmste Pfleger aller Zeiten. Sie haben mir das Leben auch nicht gerade leicht gemacht. Mit sowas will nun Doktor werden. Wir gehen gleich, Professor. Aber der neue Chefarzt, also wirklich, das hält kein Mensch aus. Na, wenn Sie Ihre Strickanleitung in seine Unterschriftenmappe stecken? Was? Das ist nicht wahr. Ja, doch, und der glaubt immer, das sei der Lageplan für die nächste Gefäßoperation. Professor, warum kommen Sie denn nicht zu uns? Ja, komisch, er rennt die ganze Zeit hier rum. Ein Unruhegeist wie eh und je. Nee. Ich muss die Tube schneiden. Immer. Ja, ich wollte eigentlich um 8 Uhr zu Hause sein, zum Fernsehen. Oh. Naja. Dann werden wir unsere Skiwanderung wohl auf morgen verschieben müssen. Und was denn? Hast du kapituliert? Jawohl. Heute bleiben wir zu Hause. Ciao. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wenn eventuell noch etwas von diesem wundervollen Rotwein darf, Frau Doktor. Vielen Dank. Mal, haben wir denn noch genug? Ja. Oh. So, jetzt wären wir zurück von der Skiwanderung. Ach so. Naja, so haben wir sie noch vor uns. Alle wollten jetzt aufbrechen. Na Gott sei Dank. Ich habe gesagt, nein. Was, du hast die aufgehalten? Ja, Mama und ich, habe ich gesagt, möchten uns jetzt gern dazusetzen und mit euch Weihnachten feiern. Naja, der Küchendienst ist sowieso vorbei. Fast. Zumal es gleich losgeht. Alle wollen es sehen. Das hätte ich ja fast vergessen. Herr Professor, Frau Doktor, es ist gleich soweit. Ja, wir kommen gleich. Christa. Ja? Aber morgen gehen wir wirklich auf die Piste, ne? Aber ja, Ehrenwort. Es sei denn, es kommt Besuch. Ach, Kinder, nun komm doch, es fängt doch gleich an. So, Kinder, wir sind im Bett. Was? In meinem etwa? Ja. Also, ist alles in bester Ordnung. Unsere Gans ist gerettet. Meine Damen und Herren, das ZDF zeigt Ihnen nun als festliches Weihnachtsprogramm die Geschichte von Freud und Leid, Krankheit und Genesung, Tod und Geburt, Liebe und Glück. Wir wiederholen zum 24. Mal die Schwarzwaldklinik. Also ich sehe es immer wieder gern.